Hallo und willkommen zum Video. Ich habe heute ein Video für euch in einem Format, das ich länger nicht gedreht habe. Und ich freue mich, wie ihr seht, total auf dieses Video. Das liegt daran, dass ich heute ein Buch vorstellen möchte, was ich erst vor kurzem beendet habe. Und das Ganze in 5 Minutes, also in 5 Minuten abschließen. Ich weiß, dass das für eine intensive Besprechung zu einem Buch nicht wirklich lang ist. Und ich weiß, dass ich auch nicht alle Aspekte treffen werde. Aber ich möchte euch so meine Grundstimmung und meine Grundfreude, wie man merkt, über dieses Buch mitteilen. Wer eine längere, ausführlichere Rezension dazu haben möchte, der schreibt es bitte sehr gerne in die Kommentare. Das kann ich auch machen. Aber ihr werdet dieses Buch auch noch mal genauer im Detail länger vorgestellt bekommen im folgenden Lesemonat. Der kommt nächste oder übernächste Woche. Also haltet unbedingt die Augen auf. Da habe ich noch ganz viele andere tolle Bücher für euch. Jetzt starten wir ohne große Umschweife in das Buch, was ich euch vorstellen möchte. Ich habe es als Buddy Read gelesen. Das heißt, da nimmt man das Buch ja noch mal viel intensiver wahr und hat natürlich auch die Perspektive des Lesers, mit dem man eben zusammenliest. Und ich habe eben mit Andrea gemeinsam gelesen von Andrea Wintermädchen. Auch sie wird dieses Buch in ihrem Lesemonat vorstellen. Wann genau der online ist, weiß ich nicht. Aber sobald er da ist, findet ihr alles in der Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. In ein Buch in 5 Minuten geht es heute um Sternenbrücke von Robert Corvus. So sieht dieses Buch aus. Und nicht nur das Cover ist wunderschön, sondern der Inhalt konnte mich auch sehr, sehr überzeugen. Vorweg möchte ich sagen, dass ich diesem Buch 4,5 bis 5 Sterne gegeben habe. Und es mir wirklich einen riesigen Spaß gemacht hat. Und es ist für mich auch ein einsteigerfreundliches Buch. Ich habe ein bisschen Erfahrung in der Science-Fiction und ich finde, manchmal ist es relativ schwierig, in Science-Fiction reinzukommen als Einsteiger. Manchmal ist es relativ einfach und ich finde, dieses Buch macht es einem auch sehr, sehr leicht, der Geschichte zu folgen, wenn man bisher kein Science-Fiction gelesen hat. Von daher also auch für alle Einsteiger in das Genre ein ganz, ganz großer Tipp. Worum geht es in diesem Buch überhaupt? Es geht um diese Sternenbrücke. Wie der Titel auch schon sagt, geht es um diese Sternenbrücke, die eben eine Art Portal ist, ein Reiseportal für Raumschiffe, die eben die Reise durch den Raum beschleunigen oder vereinfachen soll. Und es geht um den Protagonisten Yul. Und Yul lernen wir kennen, er lebt auf der Erde und wir haben zu Anfang eine sehr düstere, sehr, sehr depressiv anmutende Stimmung, denn Yul ist ein sehr trauriger Mensch und diese Stimmung bringt er auch in den Zeilen, die Robert Corvus schreibt, an uns Leser rüber. Yul hat seine Frau Iona vor einigen Jahren verloren und kommt da überhaupt nicht darüber hinweg und wir begleiten ihn eben, wie er mehr oder weniger mit seinem Leben und den Leuten um sich herum abgeschlossen hat. Er hat nur einen treuen Begleiter, nämlich seinen Hund Pilgrim. Und Yul setzt eigentlich alles daran, die Erinnerung an seine Frau Iona in einer sogenannten Traumwelt aufrechtzuerhalten. Im Moment ist er leider arbeitslos aufgrund seiner depressiven Situation. Er kommt nicht so wirklich zurecht und das spüren wir sehr schnell. Dann gibt es aber die Chance für ihn, Bordarzt zu werden, denn Yul ist eigentlich Arzt. Und diese Perspektive des Arztes in einem Science-Fiction-Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist Punkt 1, den ich wirklich super fand. Und Yul hat dann diese einmalige Möglichkeit, an einer Mission teilzunehmen, zu der er erstmal 150 Jahre reist, das allerdings im Permaschlaf, sodass er in der Zeit nicht altert, und dann an einen Punkt kommt im Weltraum, wo man eine Sternenbrücke reparieren soll. Und da ist dann die titelgebende Sternenbrücke. Und Yul entschließt sich dazu, an dieser Mission teilzunehmen, aus einerseits natürlich seiner eh ausweglosen Situation und andererseits, weil genau das der Ort im Weltraum ist, diese Sternenbrücke, wo seine Frau Iona verschwunden ist, wo sie gestorben ist. Und er hat natürlich noch ganz viele offene Fragen, die er sich hofft, klären zu können. Das ist so das Grundkonstrukt. Wir lernen auf der Reise noch andere Protagonisten kennen. Wir begleiten dessen Perspektiven nicht, aber wir haben wirklich ganz, ganz tolle Dialoge. An dieser Position im Weltraum angekommen, wo diese Sternenbrücke errichtet werden soll, trifft die Mannschaft von Yul, also er ist ja nicht alleine unterwegs, sondern es sind ganz viele Menschen an Bord, für die er als Arzt verantwortlich ist. Und dort treffen sie eben auf eine Gesellschaft, die dort einen Planeten bevölkert. Und diese Gesellschaft ist so völlig anders als die Gesellschaft, in der Yul lebt. Yul kommt aus einer Welt von der Erde, in der mächtige Konzerne mehr oder weniger die Welt regieren. Man arbeitet entweder für diesen oder für jenen Konzern und diese Konzerne sind auch irgendwie eine Art
Regierungssystem. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, ist aber auch nicht weiter wichtig, um dieses Buch zu verstehen. Jules Gesellschaft hat auf der Stirn eine Raute. Und diese Raute hat eine bestimmte Farbe. Und diese Farbe zeigt im Endeffekt, was für einen Wert man als Mensch für die Gesellschaft hat. Das heißt, im Endeffekt steht einem sein Wert auf die Stirn geschrieben. Und diese Gesellschaft, auf die Jules dort trifft, ist völlig anders. Die haben eben nicht diese Rauten auf der Stirn. Sie haben ein völlig anderes Denken, eine völlig andere Art zu leben. Und wie diese beiden Gesellschaftssysteme aufeinandertreffen, das ist eigentlich das, worum es in diesem Buch geht, was Robert Corvus mit diesem Setting zur Sternenbrücke erbaut hat. Und diese Fragen und dieses Aufeinandertreffen der beiden, ja, Kulturen und diese Dialoge, die dabei entstehen, waren so tiefgründig und so interessant, dass sie mich als Leser unfassbar mitgenommen haben. Dieses Buch ist eigentlich viel mehr als wir reisen dahin und bauen eine Sternenbrücke wieder auf, sondern dieses Buch ist eigentlich viel mehr im Thema, was ist eigentlich der freie Wille? Wer regiert mich eigentlich und wer beeinflusst meine Entscheidungen, die ich treffe? Und schlussendlich natürlich, welches Gesellschaftssystem von den beiden, die wir hier kennenlernen, ist eigentlich besser? Und all diese Fragen stellt Robert Corvus durch dieses Zusammentreffen der beiden Kulturen, durch diese Gedanken, die Jules auch hat, durch diese Dialoge, die wir verfolgen, und lässt dabei völlig wertfrei offen, wie wir Leser das interpretieren. Und das hat mir so, so, so viel Spaß gemacht. Natürlich kommt aber auch nicht zu kurz, was es mit diesem Bau der Sternenbrücke auf sich hat. Was ist mit Jules Frau passiert, als sie starb? Und warum ist diese Sternenbrücke überhaupt kaputt gegangen? All diese Fragen werden in diesem Buch thematisiert. Und wir haben hier wirklich diese zwei Schienen. Einerseits diese Storyline mit der Sternenbrücke und andererseits diese Fragestellungen, die uns Leser auch beschäftigen. Und das Ende dieses Buches hat diese beiden Schienen wirklich zusammengefügt und ein gemeinsames Ende gefunden, das dem Leser aber trotzdem wieder sehr, sehr viele Gedanken offen lässt. Mir hat der Schreibstil von Robert Corvus sehr, sehr gut gefallen. Er war sehr bildgewaltig, konnte mir alles gut vorstellen. All die Parallelen dieser Kulturen, aber auch die Unterschiede konnte ich als Leser richtig gut wahrnehmen. Mir hat der Schreibstil gefallen. Und ich hatte ja erwähnt, dass Jules einen Hund hat. Und Pilgrim, der Hund, ist immer mit dabei. Und besonders gut haben mir die Szenen gefallen, in denen Pilgrim auftauchte, weil ich es sehr, sehr spannend empfunden habe, wie unterschiedlich die Handlung und Wahrnehmung von Jules ist, die wir mitbekommen. Aber auch das, was der Hund macht. Also da war auch ein Kontrast in sich, obwohl die beiden ja als Einheit fungieren. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer darüber mehr wissen möchte, wer darüber mehr erfahren möchte, der sollte dieses Buch lesen. Und wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet, bevor ihr dieses Buch lesen möchtet, dann schaut, wie gesagt, bei Andrea oder bei mir im Lesemonat in den kommenden Wochen vorbei. Und ja, da bekommt ihr dann nochmal unsere volle Portion an Meinung. Da werde ich auch nochmal genauer auf den Hund eingehen. Da werde ich nochmal genauer auf Jule eingehen. Und wir haben hier noch eine Protagonistin, nämlich die Rhea, die lernen wir kennen. Auf die werde ich in der Rezension dann im Lesemonat auch genauer eingehen. Also seid sehr, sehr, sehr gespannt. Das war es noch nicht mit diesem Buch auf meinem Kanal. Und ihr seht, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wer mich auf Instagram verfolgt, ich blende Instagram hier nochmal ein, der wird sehen, dass ich hierzu auch ein Story-Highlight erstellt habe. Das heißt, ihr könnt also euch nochmal, ich glaube, es waren 4 oder 5 Stories anschauen, wie ich die einzelnen Leseabschnitte empfunden habe. Das sind bei mir immer so ganz kurze Meinungen in 2 Sätzen. Der kann da auch gerne vorbeischauen. Und ja, das war es jetzt mit dem 5-Minute-Book-Talk, der wahrscheinlich wieder viel, viel zu lang war für 5 Minuten. Aber ich habe alles gesagt, was man in 5 Minuten sagen kann und irgendwie dieses Buch in Worte gefasst. So hoffe ich jedenfalls. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt neugieriger auf das Buch seid und ob euch dieser 5-Minute-Book-Talk gefällt oder gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Mir machen diese Kurzformate sehr Spaß, aber es ist auch wirklich eine Challenge. Gerade für jemanden, der gerne viel sabbelt wie ich. Alles in 5 Minuten zusammenzufassen. Und ich weiß natürlich, es scheiden sich da draußen die Geister. Manche sagen, in 5 Minuten über ein Buch zu sprechen, also bitte, das wird dem Buch nicht gerecht. Und andere sagen, ja, aber bitte Informationen so kurz wie möglich. Deswegen
Es gibt zwei Lager und ich finde beide Lager völlig in Ordnung und ich hoffe, der 5-Minute Book Talk hilft euch. Abschließend, wie gesagt, 4,5 bis 5 Sterne mit absoluter Leseempfehlung für Sternenbrücke von Robert Corvus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ich euch dieses Buch ein bisschen schmackhafter machen konnte und dass ich euch im Lesemonat wiedersehe. Schaut unbedingt mal in dem Buch vorbei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und macht's gut bis dahin. Tschüss.